Differential, Differential, da bimmelt's doch. Was gab's da noch gleich damit? Shit, stimmt, den Differentialquotient. Also die Steigung von einer Funktion an der Stelle. Aber was soll jetzt eine Differentialgleichung sein? Differentialgleichungen braucht man ziemlich oft. In der Unimatte werden die Dinger andauernd durchgekaut. Die Teile sind aber auch so echt praktisch. Meistens, wenn man weiß, was es ist und wie man sie löst. Aus der Schule kennt ihr vielleicht noch ganz dunkel den ganzen Kram zu Wachstum. Exponentiell, beschränkt, logistisch und bla. Wenn nicht, hier haben wir dazu mal was gemacht. Beim Wachstum war es immer so. Da hat man ja eine Menge an irgendwas oder generell einfach eine Funktion von einer Variablen. Irgendwelche Tiere in einem See oder Temperaturen irgendwo oder weiß Gott was noch. Wir nehmen einfach mal eine Menge Karnickel, die den ganzen Tag rumknattern. Also sich vermehren. Man hat sich dann auch angeguckt, wie sich die Menge verändert. Also zum Beispiel, wie viele Tiere pro Tag dazukommen. Beim Wachstum haben wir immer gesagt, wie viel neu dazukommt, hängt davon ab, wie viel schon da ist. F' von t ist meine Änderung der Menge. Und f von t halt die Menge, die schon da ist. Also wenn ich 4 Tiere im Gehege habe, dann kriegen die natürlich weniger Kinder, als wenn ich 40 fortpflanzungswütige Etwasse da rumlungern habe. Euer Wachstum hängt also vom Bestand selbst ab. Das ist wichtig, merkt euch das. Wenn ihr einen größeren Bestand an Hasen habt, dann wächst dieser Bestand auch schneller. Dieses Wachstum ist ja gerade die Änderung der Funktion. Also, Ding Dong, die Ableitung nach der Variablen. Manchmal gibt's dann noch so gepresst mit einer Schranke oder bla, aber eins gilt bei Wachstum immer. Wenn man eine Funktion von einer Variablen hat, dann hängt die Ableitung von der Funktion nach der Variablen von dem Funktionswert selbst ab. Das Ganze ist das klassische Beispiel für, ihr habt's euch gedacht oder vielleicht noch gewusst, eine Differentialgleichung. Natürlich gibt's noch viel, viel mehr Differentialgleichungen. Shit. Allgemein hat man so eine Differentialgleichung immer, wenn in einer Gleichung eine Funktion und eine oder mehrere Ableitungen gleichzeitig vorkommen. Es ist dabei auch egal, wie viele Ableitungen da drin sind. Unser Wachstumsteil ist auch eine Differentialgleichung. Warum? Naja, da stecken ja zum einen die Ableitungen drin, hier vorne das f' von t. Und die Funktion selbst steckt auch drin, hier hinten f von t. Achtung, beim Wachstum ist es so, man weiß allein aus der Differentialgleichung noch lang nicht, wie viele Tiere gibt's denn zu einem Zeitpunkt t. Man weiß nur, wie das Wachstum und der Bestand zusammenhängen. Also aus der Differentialgleichung könnt ihr nicht direkt die Funktion in Abhängigkeit von der Variablen ablesen. Ihr könnt mir nicht so einfach sagen, wie die Funktion f von t hier wirklich aussieht. Ihr wisst nur, okay, die Ableitung hängt so von der Funktion ab. Übrigens noch ein Nebenfakt. Wir sagen, unsere Definitionsmenge besteht heute nur aus einer Variablen. Theoretisch kann man da auch mehrere verknüpfte Mengen reinpacken, aber so einen Kack wollen wir heute nicht. Also nichts mit Vektoren oder sonstigem Mängelfirlefanz in diesem Video. Einfach nur eine unbekannte Zahl. Solche einfacheren Teile heißen dann gewöhnliche Differentialgleichungen. Gibt von den gewöhnlichen Gleichungen zwei Typen. Zum einen die expliziten. Explizit heißt so eine immer, wenn sie nach der höchsten Ableitung aufgelöst ist. Dann ist die höchste Ableitung eine Funktion von allen Ableitungen drunter und der Variable selbst. Wenn zum Beispiel ganz vorne, also eine 5. Ableitung steht, dann steht nach dem ist gleich keine höhere Ableitung mehr, also maximal noch die 4. Ableitung. Übrigens, Ableitungen werden oft mit so Hochzahlen in Klammern geschrieben, weil man ja keine 1000 Striche machen kann. F und in Klammern eine 5 oben ist also die 5. Ableitung. Dann gibt's noch implizite Differentialgleichungen. Implizit heißt eine Differentialgleichung, wenn es so eine Art Überfunktion gibt, die dann alle Ableitungen und die Variable auch als Variablen hat und die immer 0 gibt. Klingt kompliziert, ist aber einfach. Auf der einen Seite steht halt eine 0. Beispiel? Das ist die explizite Form unserer Wachstumsdifferentialgleichung. Wenn man jetzt einfach alles auf eine Seite bringt, dann haben wir die implizite Form. Merkt euch einfach, alles auf einer Seite gleich 0, dann ist ganz easy. So viel zu implizit und explizit, damit ihr Bescheid wisst, wenn euer Prof die Wörter durch den Vorlesungssaal wirft, falls ihr dann manchmal seid. Wir gucken uns eh erstmal nur die expliziten Gleichungen an. Einen Begriff haben wir noch, die Ordnung. Keine Panik, ist ganz easy.
Die höchste Ableitung entscheidet immer, welche Ordnung so eine Differentialgleichung hat. Wenn ihr eine dritte Ableitung mit dabei habt, dritte Ordnung. Eine fünfte Ableitung, Logo, fünfte Ordnung. Also Quizfrage, ob ihr es gecheckt habt. Welche Ordnung hat die Differentialgleichung f' von t gleich 12 mal f von t? A 2, b 1, c 0 oder d 703.458,89. Drückt jetzt Pause und schreibt die Lösung in die Kommentare. Geil, Grundbegriffe für die Vorlesung sind also abgehakt. Und jetzt noch die typische Frage. Und wo braucht man das im Alltag? Ist ziemlich leicht zu beantworten. Gar nicht. Ja, aber praktisch überall. In der Wirtschaft. Halt falsch. Die Wirtschaft. Modelle dort haben manchmal solche Teile als Grundlage. In der Physik auch, da ist gefühlt praktisch andauernd eine Differentialgleichung. In Bio, klar als Modell dafür, wie sich irgendwas vermehrt, aber auch, wie sich Stoffe irgendwo ausbreiten. Genauso in Chemie, in Informatik auch und. Klar, im Supermarkt oder so im normalen Alltag bringt's natürlich nichts. Aber für Uni-Mathe-Verhältnisse sind Differentialgleichungen schon mega allgemein nützlich. Kommen wir nochmal zurück zum Problem von vorhin. Schön und gut, wir haben jetzt eine Differentialgleichung, aber das bringt uns doch gar nichts, weil wir nicht wissen, wie dann die Funktion aussieht. Die Antwort ist, doch, wissen wir. Man kann nämlich aus der Differentialgleichung die richtige Funktion rauskriegen und oft auch gar nicht so schwer. Wir zeigen euch im nächsten Video, wie. Da lösen wir Sonderfälle von gewöhnlichen Differentialgleichungen erster Ordnung. Einfach klicken.